Der Märchenkater, Teil 1. So, der Picknickkorb ist gepackt. Nur wo ist nochmal dieser Wald, in den wir fahren? Ich habe eine Karte. Es ist eine wirklich sehr entlegene Gegend, in der sich niemand um die Tiere kümmert oder sie füttert. Du fütterst Tiere gern, oder? Oh, das sagt der Richtige. Wo wir gerade von ihnen reden, wo sind denn... Oh, die sieht sich ein Märchen im Fernsehen an und Garfield ist oben und hält ein Nickerchen. Nachdem er die böse Hexe und den lila Troll besiegt hatte... Er müsste jeden Moment aufwachen. Oh, was für ein seltsamer Traum. Ich habe in ihm Linguini mit Muscheln gegessen. Normalerweise träume ich dienstags davon, Fettuccini mit Muscheln zu essen. Mal sehen, wie spät es ist. Oh nein, ich verpasse noch meine Lieblingssendung. Danke, Odie. Fast hätte ich Eddie Gourmand verpasst. Aber die Suche nach einer Braut gestaltete sich. Heute wirft er einen langen Blick auf Spaghetti mit Fleischklößchen. Willkommen zu meiner Sendung, Leute. Willkommen, willkommen, willkommen. In der heutigen Sendung werden wir einen langen Blick auf Spaghetti mit Fleischklößchen werfen. Ist das nicht ein wundervoller Anblick? Das ist die beste Sendung im Fernsehen, abgesehen von meiner natürlich. Allein vom Zusehen habe ich schon 3 Pfund zugenommen. Odi, willst du etwa lieber irgend so ein Märchen ansehen, statt Spaghetti mit Fleischklößchen? Aha. Für diejenigen, die gerade erst zugeschaltet haben. Wir werfen einen langen Blick auf diesen Teller Spaghetti mit Fleischklößchen. Das tun wir 1 Stunde lang. Oh, und morgen ist der Tag des chinesischen Essens. Da werfen wir einen langen Blick auf Mogo, Gaipan, Schlimmsinn, Austernsoße, Hühnchenshow. Dass er sie endlich gefunden hatte. Aber da war sie, die Holz. Märchen sind doch albern, echt. Ich könnte eine viel bessere Geschichte als die da erfinden. Liz und ich fahren jetzt los. Wir sind erst später wieder da. Habt viel Spaß, Jungs. Werden wir. Und handelt euch nur keinen Ärger ein. Werden wir. Du willst also, dass ich dir ein Märchen vorlese? Ich habe aber Wichtigeres zu tun. Schläfchen, mehr Schläfchen, Schläfchen während anderer Schläfchen. Okay, aber wart hier einen Moment. Ah, ein Schinken-Käse-Sandwich mit süßem Senf. Der Picknickkorb ist ziemlich schwer, hm? Er scheint jetzt leichter zu sein. Etwa um das Gewicht eines Schinken-Käse-Sandwichs mit süßem Senf. Ah, nehmen wir mal das hier. Na schön, mal sehen. Es war einmal vor langer... Die Geschichte kenne ich schon. War nur ein Scherz. Okay. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein extrem gut aussehender Kater. Willst du wissen, wie gut aussehend der Kater war? So gut aussehend. Wer ist der Typ, den jeder gleich erkennt? Ich. Ja, ich. Wer ist der Typ, den man nur Garfield nennt? Ich. Nur ich. Wer hat Figur und Charme ganz pur und weigerlich? Ja, ich. Wer ist stets fit? Voll Appetit? Ich. Nicht du. Wer holt den Sieg? Mag keiner speak? Eins ist ganz klar, bin wunderbar, bin euer Star. Ich bin ganz einfach toll. Bin einfach super toll.
Er führte ein ruhiges, aber zufriedenes Leben im Schloss. Manchmal aß er etwas. Und manchmal schlief er auch. Und manchmal aß und schlief er gleichzeitig. Spart Zeit. Das Leben des fantastischen Katers war gut, abgesehen von drei Problemen. Das eine war ein extrem dämlicher Hund, der ihn dauernd aufforderte, ein Stöckchen zu werfen, damit er es wiederbringen konnte. Das steht hier nun mal so. Denkst du etwa, ich erfinde das alles? Gut, dann mal weiter im Text. Wo war ich denn gerade? Ach ja, ein Stöckchen zu werfen, damit er es wiederbringen konnte. Na schön, aber nur um dich loszuwerden. Für die von euch, die es nicht wissen, das hier nennt man ein Katapult. Ein Katapult ist eine Waffe, die von griechischen Soldaten erfunden wurde. Sie konnten damit ihre Feinde mit großen Steinen bewerfen. Aber es ist noch praktischer für das hier. Wir sehen uns dann irgendwann nächstes Jahr wieder. Der Hund mit der langen Zunge war also eins seiner Probleme. Ein anderes waren die schrecklichen Zwillingsnichten des Prinzen. Da ist es ja! Da ist ja das Miesekätzchen! Oh nein! Das Miesekätzchen! Wo steckst du? Wie kommst du mit dem Miesekätzchen? Ich verstehe meine Geschichte! Nein! Jetzt bin ich sowas von erledigt, Leute. Ich will verkleiden, das ist lustig. Nein, nein, stopp. Ruf die Palastwachen. Ruf die königlichen Babysitter. Ruf die Modepolizei. Jetzt duftet er ganz wundervoll. Und das Schlimmste daran ist, dass mir Pink einfach nicht steht. Und das dritte Problem, das der Kater hatte, war das Problem seines Herrn. Prinz John musste eine Braut finden. Und zwar sehr schnell. Aber ich will keine der Frauen heiraten, die gestern auf dem königlichen Ball waren. Hör zu, ich bin zwar nur der königliche Vorkoster, doch eins weiß ich. Das königliche Gesetz sagt, wenn ihr nicht bis zu eurem 21. Geburtstag heiratet, dann wird der Nächste in der Thronfolge König. Und ihr wisst ja, wer der Nächste in der Thronfolge ist. Der Nächste in der Thronfolge war der Vizekönig. Und der war alles andere als ein netter Mann. Also aufgemerkt, Untertanen, wenn ich die Macht übernehme, werde ich einige neue Steuern einführen. Mal sehen, eine Steuer aufs Einatmen, eine Steuer aufs Ausatmen, eine Steuer aufs Luftanhalten, eine Steuer aufs gar nicht atmen. Ich protestiere gegen diese Steuern. Eine Steuer aufs Protestieren gegen diese Steuern. Eine Steuer auf das Zubinden von Schuhen, eine Steuer auf das Tragen von Slippern. Und was ist, wenn wir barfuß gehen? Eine Steuer aufs Barfuß gehen. Danke. Und weiter. Eine Steuer auf Versammlungen, eine Steuer auf das Ketchup auf Käsebrote schmieren. Seine Gier wird dies Königreich noch zerstören. Deshalb müsst ihr ja auch unbedingt eine Braut finden. Und zwar sehr schnell. Wie wär's mit morgen? Dann werde ich eben heiraten. Selbst wenn ich die erstbeste Frau heiraten muss, die durch diese Tür tritt. Tja, womöglich sollte ich doch noch ein bisschen länger suchen. Also diese Farbe steht ihm echt nicht. Er hatte schon mit jeder verfügbaren Maid im Königreich gespeist. Es waren nur noch drei übrig. Die Menschen sagen, tu etwas für die Menschlichkeit. Aber ich meine, was hat die Menschlichkeit je für mich getan? Das war Runde 1. Es geht um mich, 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 mich. Und vor allem geht es natürlich nur um mich. Könnt ihr immer nur von euch sprechen? Ihr habt ja recht, Prinz John. Lasst uns doch jetzt mal von euch sprechen. Was haltet ihr von mir? Das war Runde 2. Mm, 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 mm.
Also, erzählt mir doch ein wenig von euch. Ich würde euch gern besser kennenlernen. Runde 3. Sie ist raus. Mann, könnt ihr euch vorstellen, mit so jemandem zusammenzuleben? Just zu dieser Zeit kehrte der nicht allzu schlaue Hund endlich mit seinem Stöckchen zurück. Oh, hi. Tja, sieht so aus, als würde der Prinz nie eine Braut finden. Ja, der böse Vizekönig wird unser neuer König werden. Echt schlecht für die Untertanen, aber mir ist das ziemlich Schnuppe. Nichts, was dieser fiese, machtversessene Typ tut, wird mich betreffen. Eine Steuer auf das Schauen von Zeichentrickserien. Eine Steuer aufs Zwinkern. Eine Steuer auf das Tanzen mit einem Affen. Siehst du, das betrifft mich nicht. Eine Steuer auf exzessives Fitnesstraining. Seht ihr, das betrifft mich nun wirklich nicht. Eine Steuer auf das Essen von Pasta, Tomatensauce oder irgendwas, was Käse enthält. Seht ihr, nichts von all dem betrifft mich. Eine Steuer auf das Essen von Pasta? Nein, 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 das ist unfair! Hey, besteuer Rosenkohl, besteuer gesundes Essen, besteuer alles mit Joghurt drin, aber besteuer keine Lasagne! Pass auf, wir müssen diesen Mann aufhalten. Wir müssen Prinz John helfen, eine Braut zu finden. Und so waren der brillante Kater und der nicht so brillante Hund wild entschlossen. Oh, halt! Zeit für eine Burrito-Pause. Wart hier! Und ihr bleibt gefälligst auch dran. Ich bin in einem Burrito wieder da. Der Märchenkater, Teil 4. Es war einmal vor langer Zeit. Wenn ihr nämlich nicht bis zu eurem 21. Geburtstag heiratet, dann wird der Nächste in der Thronfolge König. Pass auf, wir müssen diesen Mann aufhalten. Wir müssen Prinz John helfen, eine Braut zu finden. Alle Tiere im Wald lieben euch, holde Elizabeth. Ich hatte einen vergifteten Apfel bestellt. Ich mache lieber Spaghetti Bolognese. Willst du den Rest der Geschichte hören, Odi? Sie hat auch ein Happy End. Nicht alles im Leben hat ein Happy End, aber Märchen schon. Das ist ja so toll an ihnen. Aber wenn du es natürlich nicht hören willst... Okay, spitz die Ohren. Nun, wie du dir vorstellen kannst, waren alle Tiere sehr traurig über das, was der reizenden Elizabeth widerfahren war. Sie war doch immer so nett zu uns. Hey, wer ist denn dieser Kater, der gerade gekommen ist? Das ist Prinz Johns Kater, glaube ich. Prinz Johns Kater? Ich habe ihn schon immer bewundert. Er ist so wundervoll. Und wo steckt der Kater jetzt? Ich glaube, da kommt er gerade. Entschuldigung, ich habe Spaghetti Bolognese gerochen und musste sie unbedingt kosten. Oh, Sie könnten noch einen Hauch Basilikum vertragen. Ich glaube, er schläft nur, Leute. Vielleicht schläft Elizabeth ja auch nur. Aber sie schnarcht nicht so fürchterlich. Hektisch besprachen sie, was jetzt zu tun war. Es war die wunderschöne Katzendame, die die Antwort darauf wusste. Wir müssen ihn zu einem Zauberer bringen. Wo willst du denn um diese Zeit einen Zauberer finden? Oh, ich kenne einen Zauberer ganz hier in der Nähe. Er hat 24 Stunden geöffnet. Na, dann bringen wir ihn dorthin. Und so flogen sie durch die Nacht zur Behausung von Merl, den wir haben rund um die Uhr geöffnet, Zauberer. Sieht nach den Spaghetti der Verdammnis aus. Die macht meine Frau auch immer. Ihr müsst ihm helfen, großer Zauberer. Es ist wirklich wichtig. Ich kann Ihnen nicht helfen, aber du kannst das. Ich? Er schläft einen magischen Schlaf und kann bloß erweckt werden durch den Kuss eines Wesens, das ihn liebt. Und wenn ich dein besorgtes Gesicht sehe, denke ich, das bist du. Ihr meint, ich soll ihn einfach küssen? Ja, versuch es einfach. Dann sehen wir es ja. Ja, mach schon. Hey, ist noch was von diesen leckeren Spaghetti übrig? Hey.
Sie weckten nicht nur den fantastischen Kater auf, sondern lernten auch noch was daraus. Könnten wir so Elizabeth auch aufwecken? Ja, das könntet ihr. Ein Kuss von ihrer wahren Liebe ist alles, was dazu nötig ist. Ich weiß, wer ihre wahre Liebe ist. Kommt schon, lass uns Prinz John holen. Hey, was macht ihr alle hier? Wir haben eben gerade schreckliche Neuigkeiten erfahren. Ja, diese Blaumeise hat uns erzählt, der Vizekönig hat Prinz John in den Kerker gesperrt. Das kann er doch nicht machen. Wir brauchen Prinz John, damit er Elizabeth wachküsst. Und dann muss er sie noch heiraten, damit er König wird und diesen fiesen Typen stoppt. Wir hatten einen so großartigen Plan. Aber der weise Kater wusste, wer die Lösung des Problems war. Na, wir! Ihr folgt mir jetzt alle zum Schloss! Und so zogen all die Tiere los, um Prinz John zu retten und damit auch die holde Elizabeth. Auf ihrem Weg zum Schloss schlossen sich ihnen noch andere Tiere an. Tiere, mit denen sich Elizabeth über die Jahre angefreundet hatte. Doch im Schloss hatte der fiese Vizekönig beschlossen, nicht länger mit der Machtergreifung zu warten. Wachen! Von nun an habt ihr mich gefälligst mit eurer Hoheit anzusprechen und Befehle zu befolgen. Ist das klar? Ja, euer Hoheit! Aber ihr seid doch erst ab morgen König. Und das auch nur, wenn Prinz John nicht heiratet. Ha! Wie soll er denn bitte heiraten? Er hockt nämlich da oben im Kerker. Und die Frau, die er heiraten würde, schlummert einen ewigen Schlummer. Ich besteige den Thron hier und heute. Euer Hoheit, eine Armee marschiert auf das Schloss zu. Eine Armee? Eine Armee Barbaren? Eine Armee Piraten? Es scheint eine Armee aus Eichhörnchen, Katzen, Hunden, Hühnern und anderem Getier zu sein. Haltet einfach das Tor geschlossen. Wir haben nichts zu befürchten von Eichhörnchen und Katzen und Hunden und Hühnern. Und oben im Kerker? Es ist sinnlos. Selbst wenn ich von hier fliehen könnte, wird Elizabeth mich nicht heiraten. Klar würde sie das. Sie ist verrückt nach euch. Ehrlich? Ja, sie findet euch sogar noch niedlicher als mich und das sagt alles. Ihr müsst ihr nur zeigen, dass ihr gut und mutig seid. Das bin ich. Aber wie soll ich es ihr... Was soll der Lärm? Der Prinz hatte keine Ahnung, was die lärmende Truppe vorhatte. Und die Truppe selbst wusste das eigentlich auch nicht so genau. Wie kommen wir denn in das Schloss hinein? Ja, das Tor ist verschlossen. Ich weiß. Ich werde uns einen Tunnel ins Innere graben. Wie lange wird das denn dauern? Ich würde sagen, nicht länger als ein oder zwei Monate. So viel Zeit haben wir nicht. Überlass das mir. Haltet sie auf! Haltet diese Tiere auf! Oh.
Hat mich da etwa jemand wach geküsst? Wow, meine Freunde haben das ganze Schloss übernommen. Meint ihr, jemand wird uns retten? Betrachtet euch als gerettet. Au! Hey. Du nicht. Im Schloss wimmelt es von furchtbaren Tieren. Oh, wir müssen von hier weg. Hier sind die Steuern, die ich bislang eingenommen habe. Ich nehme sie und fliehe mit ihnen. Wir kommen mit! Es sah aus, als würden die Bösen mit all dem Geld fliehen, das der fiese Vizekönig den armen Menschen abgeknöpft hatte. Der Vizekönig, sein Gehilfe und die böse Hexe flohen in panischer Angst vor dem Drachen. Schnell, dreh das Katapult um, sodass man zum Schloss zielt. Ihr wollt vor dem Drachen fliehen? Schnell, nehmt das Katapult. Steigt ein, dann schleudere ich euch Richtung Sicherheit. Dankeschön. Sitzen alle bequem? Gut. Nein, wir sind noch nicht beim Sie lebten glücklich bis an ihr Ende teil. Wir müssen noch die holde Elizabeth aufwecken und sie dazu bringen, John zu heiraten. Schon vergessen? Am Ende war alles ziemlich einfach. Prinz John küsste Elizabeth. Sie erwachte und sah, wer sie gerettet hatte. Oh, ihr Prinz John und all diese Tiere. Er war für euch bereit, gegen einen feuerspeienden Drachen zu kämpfen. Für mich? Ich glaube, ihr habt ein großes Herz und Courage. Seid ihr so gnädig und schenkt mir euer Herz und heiratet mich? Aber natürlich. Wir sind glücklich zusammen, stehen vor Liebe in Flammen. Hab mein Glück hier bei mir, gehör jetzt dir. Wir sind so glücklich, glücklich, wir sind so glücklich. Wir kamen auf der Stelle in diese dunkle Zelle. Die Strafe ist fies, uns geht's echt mies hier im Verlies. König war ich fast. Jetzt geht's in den Knast. Und zwar eine ganze Zeit. Wünsche euch nur das Beste und Lasagne zum Feste. Wir sind so glücklich, glücklich, wir sind so glücklich, wir sind glücklich zusammen, bleiben immer beisammen. Und an uns kann man sehen, Liebe ist schön. Wir sind so glücklich, glücklich, wir sind so glücklich. Wir sind so glücklich. Tja, endlich haben sie mal eine Farbe ausgesucht, die mir super steht. Aber mal abgesehen davon lebten alle glücklich und vergnügt bis an ihr Ende. Schau nur, der Prinz und die holde Elizabeth sind zurück. Ich meine John und Liz. Garfield, hast du unser Picknick gegessen? Muss Zeit fürs Abendmittag oder sonst was für ein Essen sein. Und, hat dir die Geschichte gefallen? Das Kätzchengesetz. Es ist gleich davon. Halten Sie an. Danke, ich wäre fast zu spät zu meinem Mittagessen gekommen. Bürgermeister Grafton, ich habe da ein paar Fragen an Sie. Ist es wahr, dass Sie der Stadt Millionen gestohlen haben? Tja, also ich war nie besonders gut in Mathe. Und dass Sie das Rathaus an eine Fastfood-Kette verkauft haben? Eigentlich ist das eher eine Vermietung. Und dass Sie Bestechungsgelder annehmen, betrügen und bei jeder Gelegenheit lügen? Hörje, wenn Sie jede Kleinigkeit wirklich so genau nehmen wollen, dann... Aber können Sie uns eine anständige Tat nennen, die Sie geleistet haben als Bürgermeister? Da gibt es so viele, dass es schwer ist, eine einzelne herauszupicken.
Hier bitte, meine kleine Miezekatze, ein Dutzend Bitzen. Und keine davon ist mit Anchovies. Perfekt. Na schön, Uri. Zieh. Fühl dich wie ein Schlittenhund oder sowas. Wir sehen uns fürs Abendessen. Vielleicht sollte ich einen Lastwagen mieten. Wie bitte? Du kannst keinen Lastwagen ziehen? Oh, wie ich es doch über alles liebe, so nett zu einem süßen Miezekätzchen zu sein. Hey, Bürgermeister Grafton, euer Ehren. Sie sollten ein Gesetz gegen Leute erlassen, die nicht nett zu Kätzchen sind. Hm? Oh, ja. Ich erlasse ein neues Gesetz. Ein Gesetz gegen Leute, die nicht nett zu Kätzchen sind. Zu Kätzchen? Oh, Bürgermeister, Sie sind ein Schatz. Da müsste eigentlich auch noch etwas Geld rausspringen. Hier ist dein Sandwich, Garfield. Denk an unsere Abmachung. Ich mache die Sandwiches und du bringst brav den Müll raus. Ein weiteres rätselhaftes Sandwich von Arbuckle. Dem einzigen Mann auf der Welt, der Mayonnaise auf Salatdressing schmiert. Ich habe Sie heute alle hergebeten, um ein neues Gesetz zu verkünden, das ich erlassen habe. Es ist ein Gesetz, das dafür sorgen soll, dass die Leute besonders nett zu Kätzchen sind. Zu Kätzchen? Oh. Jeder, der unfreundlich zu einer Katze ist, bekommt einen Strafzettel und wird dafür bezahlen müssen. Oh, dieses Gesetz gefällt mir. Und um die Strafen einzutreiben, habe ich den offiziellen verrückten Wissenschaftler der Stadt engagiert, Professor Bonkers. Ja, ich habe etwas erfunden, was die Aushändigung der Strafzettel übernimmt. Den bionischen Strafzettelverteiler. Roboter, die darauf programmiert sind, jeden aufzuspüren, der nicht nett zu Katzen ist. Sie werden diese Leute identifizieren und ihnen eine Geldstrafe auferlegen. Ich werde ein Vermögen. Ich meine, die Stadt wird von diesen Gesetzesbrechern Strafen einsammeln. Und was am schönsten ist, jedermann wird ab jetzt nett zu Kätzchen sein. Nett zu Kätzchen? Oh! Das ist ja schön und gut, Garfield, aber du musst trotzdem den Müll rausbringen. Tja, derartige Arbeiten erledige ich nicht mehr. Garfield, komm jetzt zurück und bring den Müll raus, sonst setzt es was. Eine Katze zu körperlicher Arbeit zwingen. $25 Strafe. Garfield! Das wird jetzt richtig klasse, Leute. Hungrig, wirklich sehr hungrig. Oh, Katze, bist du hungrig? Oh, dieses Leid, diese Qualen. Mein ganzes Leben zieht an mir vorüber. Und es ist eine Wiederholung der letzten Staffel. Leb wohl. Oh, du armes Tier. Ich werde dir etwas zu essen besorgen. Vielleicht ein bisschen Trockenfutter oder künstliches Fleisch in Dosen. Wie wär's mit ein paar Frühlingsrollen mit Fleischfüllung oder einer Portion Chop Suey? Chinesisches Essen? Hör zu, nie im Leben würde ich dir chinesisches Essen bestellen. Weigerung, eine verhungernde Katze zu füttern. $50 Strafe. Ich bin in 10 Minuten wieder da. Hallo? Pagodenpalast? Ich möchte gern etwas bestellen. Knusprige Nudeln. Ich will knusprige Nudeln. Hätte ich doch nur Mugu Gaipan bestellt mit extra Gu. Nachtisch! Einem Kätzchen das Eis wegnehmen. $50 Strafe. Aber ich hab doch nicht... Ich meine, ich würde doch nicht... Und für dies hässliche Kleid nochmal $50 als Extrastrafe. Mein Lieblings-All-You-Can-Eat-Restaurant. Ein
nein, nein! Dieser Kater kommt hier nicht wieder rein! Nach seinen letzten drei Besuchen musste ich jeweils Bankrott anmelden. Eine Katze aus einem All-You-Can-Eat-Restaurant rauswerfen. $100 Strafe. Oh, das ist großartig. Niemand traut sich mir, meine Wünsche nicht zu erfüllen. Lass mich in Ruhe, Katze. Ich will keinen Strafzettel. Oh, bleib mir vom Leib, Kater. Hey, alle fürchten, eine Strafe zu kriegen, wenn sie in meiner Nähe sind. Man kann sie nicht verdenken. Hey, Garfield, ist das nicht cool? Niemand ist mehr gemein zu uns. Ich meine, zu mir war nie jemand gemein, weil ich so süß bin. Genau das, was ich heute nicht brauche. Nörmel. Aber zu dir sind sie bestimmt gemein, weil du es nicht bist. Garfield, nein, nicht schon wieder. Lass mich raten, Abu Dhabi? Absolutamente corretto. Und weil du richtig geraten hast, gewinnst du eine vollständig bezahlte Reise nach Abu Dhabi. Hey, Hallöchen. Verschicken Sie das bitte auf die unbequemste Art und Weise. Eine Katze nach Abu Dhabi verschicken, $500 Strafe. $500? Sagen wir 6, weil er so niedlich ist. Siehst du, der Roboter ist schlau. Nein, niemand wird sich mir mehr nähern, inklusive der Jungs vom Pizzaservice. Und ich muss nett sein zu Namel. Ich muss dieses Gesetz ändern lassen. Das Rathaus. Hier hat der Bürgermeister sein Büro. Tut mir leid, hier kommt niemand einfach so rein. Hilfe! Miau! Der hier ist gemein zu einer Katze. Der Wachmann hier ist gemein zu einer Katze. Miau! Hör auf, geh schon rein. Danke. Oh Mann. Die beste Idee, die ich je hatte, Sam. Die Roboter sammeln tonnenweise Geld und ich wäre nicht überrascht, wenn das meiste davon am Ende bei mir landen würde. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ich halte hier einen Plan in den Händen, in dem steht, wie ich mir das alles unter den Nagel reiße. Hey, ich wette, das hier wird die Leute wirklich interessieren. Hey, gib mir das sofort zurück. Ich rufe Sie später wieder an, Sam. Wie kannst du es wagen, meinen Plan zum Stehlen zu stellen? Immer wenn man versucht, was zu lesen, kommt jemand und stört einen. Der Typ ist wirklich sowas von korrupt. Du hast mir wirklich zu viel Ärger gemacht, Kater. Ich werde mich jetzt persönlich um dich kümmern. Einen übergewichtigen Kater misshandeln, $100. Eine korpulente Miezekatze jagen, $200. Katze bedrohen, $300 Strafe. Ein Kätzchen anschreien, $500 Strafe. Ich werde keine von diesen blöden Strafen bezahlen. Und außerdem landet das Geld am Ende sowieso bei mir. Die Leute sind so einfältig, dass man sie betrügen kann, wie man... Make-up, bitte. Ich glaube, es wäre eine ziemlich clevere Idee, Ihre Kampagne zur Wiederwahl abzublasen. Onkel
aufgrund von eindeutigen Unterlagen, die sich in seinem Besitz befunden hatten, wurde Bürgermeister Grafton verhaftet und wegen schweren Betruges verurteilt. Seht ihr, Leute? Gute Arbeit, Garfield. Was wird wohl aus den Robotern, die die Strafzettel verteilt haben? Sie sind umprogrammiert worden, um etwas gegen deine Sandwiches zu unternehmen. Zu viel Senf auf einem Sandwich, $50 Strafe. Corned Beef zu dünn geschnitten, $100 Strafe. Keine sauren Gurken auf dem Teller, $200. Die Stadt, um Millionen zu betrügen, das ist falsch. Aber schlechte Sandwiches zu machen, also das ist ein echtes Verbrechen.